Wie du einen Freifunkrouter installierst und welche Hardware du dazu verwendest, das erfährst du hier. Ich bin Little Ben, willkommen zu einem neuen Video. Du guckst dieses Video, also möchtest du dich über Freifunk informieren oder du findest Freifunk klasse und möchtest wissen, wie man einen Router installiert. Falls du so gar keine Ahnung hast, was Freifunk eigentlich ist und worüber ich hier überhaupt rede, habe ich dir ein Video verlinkt, das dir erklärt, was Freifunk eigentlich ist. Auf diesem Kanal werde ich Informationen über Freifunk, über WLAN, über Amateurfunk und weitere technische Dinge, mit denen ich mich beschäftige, haben. Vergiss nicht, hier unten ein Abo dazulassen und das Glöckchen zu drücken, dann wirst du immer dann informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Doch nun zum eigentlichen Thema. Um einen Freifunkrouter zu installieren, brauchst du natürlich als erstes einen Freifunkrouter. Zweiter Schritt wäre, die Firmware zu installieren und drittens minimale Grundeinstellungen treffen. Ich möchte mit dir diese drei Schritte durchgehen und wir fangen bei dem ersten an, Router kaufen. Freifunkrouter sind kommunikative Wesen. Das heißt, sie möchten mit ihrem Nachbar-Freifunkrouter kommunizieren. Damit sie das können, brauchen sie eine gleiche Sprache. Also in unserem Fall die Firmware der gleichen Community. Deshalb ist es wichtig, dass du dich vor dem Kauf auf den Seiten deiner Community oder eben persönlich bei deiner Community informierst. Das geht natürlich am besten bei der Freifunk-Community selbst, also auf einem Treffen. Dort kannst du mit den Leuten reden, deine Ideen vorstellen, Fragen klären und gegebenenfalls sogar schon einen Router mitnehmen. Die meisten Communities werden dir sicherlich bei der Installation helfen. Hier haben wir eine Liste, welche Modelle von welchem Hersteller unterstützt werden. Wichtig dabei ist auch die Revisionsnummer oder Versionsnummer, je nachdem, damit du eben einen Router hast, der auch komplett unterstützt wird. Im Regelfall gibt es noch die Unterscheidung zwischen Erstinstallation und Update-Installation oder Aktualisierung. Das heißt, wird ein Router von der Originalhersteller-Firmware erst installiert oder passiert ein Update von bereits Freifunk-Firmware auf Freifunk-Firmware oder vielleicht sind noch andere Firmwares möglich. In unserem Fall basiert das Ganze auf OpenWRT bzw. LEDE und dann ist eine Möglichkeit, ein Update aus eben diesen Systemen auch zu fahren. Ein kleiner Tipp am Rande, die meisten Communities haben auf ihrem Internetauftritt auch eine Map, eine Karte, eine Übersicht der Knoten, die dir zeigt, welche Modelle, welche Router, welche Hersteller im Einsatz sind. Das ist auch ein guter Anhaltspunkt, um herauszufinden, welche Router empfehlenswert sind oder welche Router oft verwendet werden. Allerdings wird hier natürlich auch Hardware gelistet, die im Auslaufen ist. Das heißt, Router, die vielleicht nicht mehr so ganz zukunftsfähig sind. Achte, wenn es geht, darauf, dass dein Router mehr wie 4 MB Speicher hat. Du warst also unterwegs und hast dir einen Router gekauft. Super. Das heißt, jetzt kommen wir zu dem zweiten Schritt, die Firmware-Installation. Geh wieder auf die Seite deiner Community bei den Downloads. Dort kannst du die Firmware herunterladen. Dann gehst du bitte folgende Schritte durch. Du musst zuerst den Router mit deinem Computer direkt verbinden. Dann kannst du die Herstellerseite aufrufen, mit der Konfiguration gemacht werden. Wie genau das funktioniert, steht in der Regel irgendwo in den Anleitungen. Oft ist es die Adresse 192.168.0.1 oder 1.1, 1.20, je nachdem, was du für einen Hersteller besorgt hast. Bei TP-Link zum Beispiel ist es die 192.168.0.1. Dort musst du dich dann auf der Anmeldeseite anmelden. Die Zugangsdaten sind ganz oft Admin-Admin, aber auch hierzu wieder ein Verweis auf die Dokumentation, die dem Router beiliegt. Ja, wir sind angemeldet. Nun musst du den Menüpunkt suchen, der ein Firmware-Update zulässt. Oft ist das irgendwo bei System oder bei Firmware installieren, System Firmware-Update, Update, Router-Update. Ich denke, du wirst den entsprechenden Punkt finden. Dort klicken wir dann auf den Button und laden die zuvor von der Freifunk-Community-Seite runtergeladene Firmware herunter, beziehungsweise hier laden wir sie rauf. Das dauert einen Augenblick. Ja, dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage, ob du die Firmware wirklich installieren willst. Die bestätigen wir hier. Und nun wird die Firmware
auf den Router geflasht. Hier ist es wichtig, dass der Router nicht vom Strom getrennt wird, während das passiert. Der Router wird danach wieder neu booten und unter einer neuen Adresse verfügbar sein. Und zwar die Adresse, auf der die Freifunkkonfiguration stattfinden wird. Hier musst du gegebenenfalls dein Netzwerk ändern, aber der Router macht eigentlich auch DHCP. Das heißt, du solltest eigentlich, wenn du auf DHCP alles eingestellt hast, einfach ein bisschen warten und dann ist der Router über 192.168.1.1 erreichbar. Ja, das hat funktioniert. Wunderbar. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 3. Das heißt, wir müssen die minimale Konfiguration durchführen. Dazu rufen wir die Freifunk-Software auf ihre Konfigurationsseite auf. Das passiert, indem wir oben in die Adresse 192.168.1.1 eingeben. Dann öffnet sich hier diese Konfigurationsseite und wir haben die Möglichkeit, im ersten Feld den Namen einzugeben. Hier haben einige Communities Vorgaben, wie die Namen aufgebaut werden. Bei uns sehen wir es gerne, wenn das Autokennzeichen vorangestellt ist, sodass die einzelnen Knoten regional zusammengehören. Aber im Prinzip ist dir da freie Auswahl gelassen. Als nächstes hast du hier ein paar Häkchen zur Mesh-Verbindung. Das heißt, dass dein Router eine Verbindung über deinen Internetanschluss zu unseren Gateways aufbaut. Dazu ist dieses erste Häkchen Mesh VPN aktivieren. Das solltest du anschalten bzw. angeschaltet lassen. Gleich darunter gibt es ein Häkchen, das dir ermöglicht, die Bandbreite zu begrenzen, die dein Freifunkrouter nutzt von deinem Anschluss. In der Regel sind die Router nicht so performant, dass sie deinen Anschluss ausreizen. Wenn du jetzt jedoch einen kleinen Anschluss hast, dann macht es vielleicht Sinn, hier Einstellungen zu treffen. Ich klicke das hier mal an und dann kannst du sehen, da gibt es Up- und Download-Geschwindigkeiten in Kilobit. Das heißt, hier gibst du dann an, meinetwegen 4000 Download und 1000 Upload oder so. Sinnvoller ist es hier aber keine Einstellung zu treffen erstmal und das Ganze vielleicht ein bisschen auszuprobieren. Beziehungsweise du kannst in diesen Konfigurationsmodus wieder rein und die Einträge später ändern, wenn du da Bedarf hast. Gegebenenfalls kannst du auch an deinem Heimrouter irgendwo einstellen, dass der Freifunkrouter, der Netzwerkverkehr des Freifunkrouters nachrangig behandelt wird. Das ist eine sinnvollere Variante, als hier eine Bandbreitenbegrenzung einzustellen, weil eben dann genau das verwendet werden kann, was verfügbar ist. Und wenn du was brauchst in deinem privaten Netz, dann hat das Vorrang und der Freifunkverkehr wird eingeschränkt. Mit dem Häkchen im nächsten Bereich kannst du entscheiden, ob dein Knoten auf der Community-Karte angezeigt werden soll oder nicht. Das heißt, da ist dann ein Punkt auf der Koordinate, die du dann angibst und die Leute können dort sehen, dass im Umfeld Freifunk verfügbar ist. Hier halten wir es so, dass das eine Ungenauigkeit von plus minus 5 Metern durchaus akzeptabel ist. Du solltest, wenn du Koordinaten angibst, diese nicht irgendwo in die Pampa setzen, weil Leute dann dort vielleicht Freifunk suchen, obwohl kein Freifunk da ist und die Mesh-Verbindungen, die Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten als Strich dargestellt werden, dann kilometerweit durch die Pampa gehen. Das muss nicht sein. Also plus minus 5 Meter, um ein bisschen Ungenauigkeit reinzubringen, ist okay. Oder du lässt das Häkchen raus. Wenn du dich entscheidest, das Häkchen reinzusetzen, dann hast du die Möglichkeit, hier eben noch dann musst du hier die Länge, Breite und bei manchen Communities auch die Höhe mit angeben. Höhe heißt dann die Höhe über Straßenniveau. Also nicht irgendwie über normal 0 oder so, sondern in welcher Etage oder so 2, 3, 4, 5 Meter über Straße. Ja, das ist hiermit gemeint. Als letztes gibt es noch eine Kontaktadresse, die freiwillig anzugeben ist. Wir empfehlen hier eine anzugeben, damit wir dich erreichen können, falls irgendwas ist mit deinem Router, falls es technische Probleme gibt, dann können wir dir eine E-Mail schreiben. Du könntest natürlich auch einfach eine Telefonnummer reinschreiben oder zum Beispiel immer samstags am Dorfbrunnen oder so. Ja, oder manche schreiben da ihren IRC-Nicknamen rein oder Telegram, Trema oder so Nummern. Ja. E-Mail ist natürlich am einfachsten.
Du kannst ja, musst da vielleicht nicht deine Haupt-E-Mail-Adresse angeben, sondern irgendeine Spam-E-Mail-Adresse, sage ich mal, die du vielleicht noch so zur Verfügung hast. Wenn es geht, trage dort etwas ein. Ja, das war es eigentlich auch schon. Über die weiteren Einstellungsmöglichkeiten im erweiterten Modus werde ich ein eigenes Video machen. Klicke hier unten auf Speichern und Neu starten und der Router wird neu starten. Bei manchen Communities gibt es noch die Notwendigkeit, dass ein Key übersendet wird. Das wird dir der Router dann anzeigen. Den kopierst du raus und schickst ihn per E-Mail an die Freifunk-Community, an die Adresse, die auf dieser Seite angegeben ist. So, nun bleibt nur noch, den Router entsprechend anzuschließen. Du stellst ihn am besten an einen günstigen Ort, am Fenster oder wo er halt ein bisschen nach außen kommunizieren kann. Dann musst du ein Kabel ziehen zwischen deinem Heimrouter, zwischen den Ports, die für dein Heimnetzwerk bestimmt sind. Oft sind sie mit LAN gekennzeichnet oder gelb markiert oder so. Von dort musst du ein LAN-Kabel ziehen zu dem Freifunkrouter. Hier ist wichtig, dass du das Kabel in den WAN-Port steckst, den blauen Port oder Internet steht oft dran. Auf den gelben Ports hast du dann Freifunknetz im Übrigen an deinem Freifunkrouter. Ja, soweit war es das. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn du Kommentare, Fragen oder Anregungen hier unten hinterlässt. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, damit du auch immer über neue Videos informiert bist. Also, bis die Tage und frohes Freifunken!